Leute, herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Heute gibt es wieder zwei Adventskalender. Karin und ich haben ja letztens schon zusammen einen Adventskalender ausgepackt und heute gibt es zwei Beauty-Adventskalender. Es sind zwei sehr große Kalender. Ich werde bei beiden die 24 Türchen öffnen. Das ist einmal der Shopping Queen Adventskalender und einmal der Douglas Adventskalender. Ich tue mir das Ganze hinter der Kamera heute an. Genau, Karin ist auch mit dabei. Ich glaube, ich habe mich entschieden, mit dem Shopping Queen Adventskalender zu beginnen. Okay, dann packen wir den doch vielleicht tatsächlich mal zur Seite. Das erste Türchen hier. Ja, wir schauen mal, was da alles drin ist. Am besten auf den Tisch, dann kann ich es auch nah genug immer füllen. Genau. Eignet sich natürlich vor allem für Mädels, Frauen und so weiter. Tanten, Omas. Ja, vielleicht auch für, vielleicht auch für Onkel oder so. Vielleicht mag der sich ja auch schminken. Also hier ist ein Pinsel. Ist ja kein Problem. Eins. Genau, dann kannst du ja mal einmal zeigen, was das ist. Und ich suche in der Zeit schon mal das... Ja, hier ist Nummer 2 beim Schuh. Ah ja, genau. Ah, das ist so eine... Könnte so eine Lidschattenpalette sein oder so? Zeig mal. Genau, Lidschatten. Ja, warte, ich nehme das mal. Zwischenzeit kannst du... Der Beauty-Assistent. Genau, ich nehme vielleicht die Produkte und zeige sie euch immer ein bisschen im Fokus. Da haben wir schon Nummer 3. Lässt sich nicht so ganz einfach öffnen. Das ist sehr sperrig, die Pappe. Und das ist, glaube ich, so ein Lip-Liner. So. Okay, zeige ich auch mal gerne. Und vielleicht noch vorher, Katja, ein Hinweis für alle, die diesen Adventskalender haben. Schaut euch vielleicht ein anderes Video an. Genau. Wenn ihr diesen Adventskalender habt, schaut natürlich nicht in das Video rein. Aber vielleicht seid ihr noch auf der Suche nach einem Adventskalender, den ihr verschenken wollt. Ja. Dann seid ihr hier genau richtig. Och, das ist auch vielleicht auch für Mama oder so. Ist natürlich auch nicht ganz günstig, muss man sagen, ne? Ich glaube jetzt... Wobei jetzt... Ich glaube, das ist ein anderer Pinsel, oder? Das ist so ein Applikator. Aha. Keine Ahnung. Siehst du die 5? Die 5 sehe ich noch nicht. Ja. Da ist sie. Und es ist ein Lippenstift. Oh, perfekt, was nicht für mich. Ich kann ja später auch irgendwas noch auftragen, je nachdem, was wir sonst noch hier so drin haben. Ich glaube, das sind doch alles Shopping Queen Produkte. Ich tatsächlich dachte, das wären vielleicht eher das sind alles auch von Produkte, anderen Marken. Aber da ist überall das Shopping Queen Logo drauf. Guckst du eigentlich Shopping Queen? Meine ehrliche Frage. Ich habe es schon mal geguckt, aber ich gucke es nicht regelmäßig. Ich guck's auch nicht. Ich guck Fernsehen allgemein gar nicht mehr. Hier ist ein Schlüsselanhänger. Ich mal was anderes. Genau, das ist ein sehr dezenter, schöner Schlüsselanhänger. Auch mit dem Shopping Queen Logo. Ja, ich versuche es mal zu zeigen. Mhm. Ich schaue in der Zeit schon mal, wo die 7 ist. Das ist wieder etwas längliches hier bei der 7. Ein längliches Türchen. Und das ist ein, ein Augen... Das ist genau das, was wir eben auch Nee, genau. Der ist für die Lippen und der ist für die Augenbrauen. Okay. Mhm. Das ist nochmal ein Unterschied, Karin. Gut zu wissen. Diesen braunen würdest du dir, glaube ich, nicht um die Lippen drum machen. Gut, dann sind wir bei der 8 angekommen. Und es ist eine Nagelfeile, das erkenne ich sofort. Genau, ein bisschen rauer auf der einen Seite als auf der anderen. Dann Nummer 9. Das sind, glaube ich, für Nägel so kleine Glitzersteinchen. Oder kann man sich vielleicht auch so ins Gesicht kleben oder so? Ein paar kleine... Ich glaube, im Gesicht momentan, das ist auch ziemlich in. Das machen auch ganz viele. Genau. So auf Festivals und so siehst du das ganz oft. Oder irgendwie hier so um die Augen. Ja. Würde mir auch gut stehen, oder? Ich weiß ja nicht. Gut, dann sind wir angekommen bei der Nummer 10 schon. 10? Oder? Ach, hier unten, ja, doch. Und das ist wieder irgendein Pinsel oder so. Ja, das ist noch ein anderer Pinsel. So, der ist so ein bisschen gerader vorne. Im Gegensatz zu dem. Ja, warte. Oh. Schnell. Okay, wir sind einfach zu ungeduldig. Ich will direkt das nächste Türchen öffnen. Und zwar die Nummer 11. Aha, das ist so ein Puder, glaube ich. So ein Bronzing. Nee, ein Blush. Bronzing Powder, wollte ich eigentlich sagen. Gut, dann sind wir angekommen bei der Nummer 12. Und die sehe ich noch nicht. Doch, da. Ich nehme das so. Das ist noch ein weiterer Lidschatten. Diesmal in Grün-Gold. Kann man mal kombinieren. Je nachdem, was man vorhat, nimmt man dann den hier oder den hier. Der ist jetzt gerade rausgekommen. Tschüss. Das war die Nummer 12, dann sind wir bei Nummer 13. Oh, und da ist direkt nochmal sowas drin, wenn ich mich nicht irre. Das ist auch wieder ein Lidschatten. Wir haben jetzt also schon 3 verschiedene Lidschattenpaletten. Alles sehr dezente, dunkle Töne. Da kennt sich jemand aus. Genau, nichts Knalliges, Buntes ist mit dabei bisher. Das ist ein kleiner Nagellack und der hat so eine kleine Krone oben. Sieht ziemlich cool aus, finde ich, oder? Also der Nagellack an sich ist so ein Beige-Ton und die Verpackung gefällt mir aber sehr gut. Dann 15 ist hier oben.
Ah, noch ein Pinsel, diesmal eine Nummer größer. Das ist, so ein, das ist bestimmt ein ganz weicher. Kann man so ein bisschen mehr auftragen. Die anderen sind eher irgendwie für die Lidschatten geeignet, denke ich mal. Dann, das war 15, sind wir schon bei 16. Und die 16 ja. ist da. Danke, Karl. Ich merke, du kennst dich gut mit diesem. Also ich bin ganz ehrlich, ich war noch nie so froh, bei einem Adventskalender hinter der Kamera zu sein. Ein Lipgloss habe ich gefunden. Und das ist auch mit dieser coolen Krone. Passt auch zusammen. Ja, ich muss schon sagen, es sieht gar nicht so schlecht aus. Nee, es sieht sehr edel aus, finde ich, muss ich sagen. Also ich kann ja schon mal ein bisschen kommentieren, während ich auspacke. Es ist ja alles von Shopping Queen, keine bestimmten Marken oder so stecken da anscheinend hinter. Wahrscheinlich arbeiten sie mit irgendeiner Marke zusammen, aber die ist jetzt genau, hier nicht. Genau, ist jetzt hier nicht mit drauf. Das ist eine Mascara für schwarze Wimpern. Und es ist einfach ein schönes Design, muss man sagen. Mhm. Dann 17, 18, wo ist die 18? Hier. Ich hätte jetzt auch erwartet, weil es ja hier sehr pink ist, dass da auch so ein bisschen knalligere Sachen mit dabei sind, aber es sind ganz... Gar nicht der Fall, ne? Eher so erwachsene, dezente, klassische Töne. Wir haben jetzt auch ein pinkes und ein rotes Lipgloss. So, dann haben wir hier noch... Was ist das denn? Da bin ich mal gespannt, steht hinten drauf. Ein, das sage ich jetzt wieder falsch, ein Bronzer, wie auch immer. Damit kann man sich auf jeden Fall einen Schimmer ins Gesicht zaubern. Kann, wie sagt man das? Keine Ahnung. Bronzer? Ich kenne mich mit Schminke leider null aus. Das heißt, ich kenne mich auch mit der Artikulation von diesem Produkt null aus. So, dann 20. Es ist noch ein Lippenstift. Okay, interessant. Diesmal so ein dunkler Rosé. Mhm. Und einen roten haben wir auch schon. 20, 21. 21. Ein Eyeliner ist das. Eyeliner. Ein schwarzer Eyeliner. Schön. Auch sehr dezent, ne? Drei verschiedene Stifte haben wir jetzt schon. Einmal für die Lippen, einmal für die Augenbrauen und einmal für... die Augen. Okay. Das war die 20, oder? 21 war das schon. Dann sind wir schon bei der 22. Mhm. Da unten. Und das ist noch ein Nagellack. Okay, dann haben wir da zwei verschiedene Farben. Rot. Einmal beige und einmal rot haben wir. 23 ist da oben und 24 ist gleich unten rechts. Und das ist richtig riesig. Bin mal gespannt, das ist voll groß, ne? Ja. Ah, noch ein Nagellack. Der fehlt uns natürlich noch. Wir haben jetzt noch ein Pink. Zu dem Lipgloss passend. Mhm. So, und jetzt unten rechts kommen wir zu 24 beim Shopping Queen Adventskalender. Ah, es ist ein Täschchen. Ein Täschchen, okay. Sehr praktisch. Da können wir jetzt die ganzen Sachen reinpacken. Ja, sehr gut, Kathi. Ja. Mal alles umhauen. Pack mal den Adventskalender jetzt mal zur Seite. Genau, da passt das jetzt alles rein. Das hat extra hier so die richtige... Was ist denn dein Favorite-Produkt heute hier aus dem Adventskalender? Dein Favorite-Piece? Mein Favorite-Piece ist... Dein liebstes Stück. Oder hast du es hier schon reingepackt? Nee. Oder ist es die Tasche sogar? Also die Pinsel finde ich cool. Und ich benutze halt immer Mascara, deswegen wäre das hier ein Produkt, was... Muss ich eigentlich gestehen, sehe ich gar nicht. Und ansonsten finde ich diesen hier eigentlich ganz cool. Also ich trage ja selten Lippenstift, aber das ist so ein etwas knalliges Pink. Mir gefallen ja etwas die knalligen Farben besser als die dezenten. Gut. Ich muss sagen, ich glaube, bei mir wäre das mein Favorite Piece. Es passt nicht alles in die Tasche rein. Wie ist das bei den... Pediküre ist, glaube ich, für die Fingernägel, ne? Und Maniküre... Maniküre ist für die Fingernägel und Pediküre... Ach, Maniküre, ja. Ich habe gar keine Ahnung, was bisschen, das bisschen, das weiß ich auch noch. Allgemeinwissen ist das also, ja schon eigentlich. Kleines Fazit, in die Tasche passt nicht alles rein, aber die wichtigsten Doch nicht. Sachen... ich finde die Sachen insgesamt ganz cool. Und ich würde sagen, eher relativ erwachsen. Also jetzt nicht für Jugendliche, sondern eher für Erwachsene geeignet. Ja. Gut, okay. Das war Shopping Queen. Wir kommen jetzt Douglas. Zu Douglas. Und was da alles drin ist, ja, das sehen wir jetzt. Ich fange direkt an. Oh, ich sehe was von Ariana Grande könnte hier drin sein. Aha. Und siehst du auch irgendwo schon die 1? Die 1 sehe ich da oben. Mal gucken, was uns in Türchen Nummer 1 vom Douglas Adventskalender erwartet. Das ist eine Creme. Ach, guck mal, das steht hier auch immer drin. Ah, cool. Fliegende Gesichts... Warte, ich versuch's mal. Fliegende Gesichtscreme mit Kaktusfeigen. Mhm, cool. Schön. Ah, das finde ich gut, dass sie das ins Türchen da immer reingemacht haben. Dann sind wir bei Nummer 2. Das ist... Kannst du auch nochmal wieder gucken? Ein Wirkstoffkonzentrat ist das. Wahrscheinlich, was ist das? Ja, das kannst du dir auf deine Haut machen wahrscheinlich, um... Braucht keiner! Anti-Aging-Produkt bestimmt. Ach so, ja, perfekt was für Kathi. Mhm. Die ist ja schon... Für etwas älter. Wie alt bist du letzt geworden? Ach, verrate ich nicht. 56? 57? Oh, nein. Das Gesicht sagt eher 64. Nintendo 64. Okay. Nummer 3. Siehst du die 3? Ach, hier. Ist wieder eine Creme. Eine feuchtigkeitsspendende Handcreme. Eigentlich auch so ein ganz cooles Design, finde ich. Ja. In diesem Gelb.
Also bisher haben wir einige Cremes hier. Schön. Nummer 4. Das ist ein Riesenfach, glaube ich. Ja, ja, guck mal. Was steht da? Es ist runtergerutscht. Ich glaube, es ist runter, weil es eine Maske ist. Ja. Ich glaube, es ist runtergerutscht. Das musst du dir holen. Ja, es ist eine Maske. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil da nichts drin war. Genau, die gehört eigentlich hier rein. Eine Gesichtsmaske. Eyecatcher. Eine Augenmaske ist das. Ja. Also es ist jetzt sehr, sehr klein, Leute. Da. Okay. Oh, ich muss auch sagen, da kommt schon sehr, sehr starker Duft raus aus dem Adventskalender. Ich bin schon bei der 5. Ah, und das sind diese Ringelhaargummis, habe ich auch. Das sind die Haargummis, die die Haare nicht kaputt machen. Invisible Bobble. Oder so heißen die ja, ne? Invisible. Ja, passt, ist okay. Also eine Mischung aus unsichtbar und Bobble oder so. Mercedes hat auch ein Parfum. Jeder hat ein Parfum heutzutage. Siehst du die Nummer 6? Ist hier. Und es ist Mascara, glaube ich. Was für die Wimpern? Wimpern. Ach nee, das ist ein Wimpernserum, glaube ich. Damit die Wimpern schön lang werden oder schön dicht? Mhm, genau. Genau. Ich habe das Gefühl, das wird hier noch zu einem Beauty-Kanal gerade. Moment mal gerade. Moment! Doch, ich habe mich vertan, das ist doch eine Mascara. Für Volumen und Schwung. Ja. Volumen und Schwung. Heißt das, die Wimpern tanzen danach? Oder die was ist haben da? Dann, sind dann lang aha, und voluminös und. Interessant. Ja. Interessant, nicht interessant. Gut, ich glaube, man nimmt es mir nicht ganz ab, weil man ja sieht, dass ich nicht die, ja, die schon okay. Schminke benutze. Wir wollen ja auch noch mal gucken, was da drin ist. Hier ist ein schönes Badeprodukt. Ich glaube, Seife. Nee, das ist wahrscheinlich so ein Badewürfel. Ja, so eine Badebombe. Irgendwie. Badebombe in klein. Ja. Ja. Gut, dann Nummer 8. Wo ist denn die 8? Hier. Und es ist wieder eine Creme. Diesmal mit Bambus. Ah ne, eine Maske. Eine Feuchtigkeitsmaske. Maske. Interessant. Ja. Karl, das könntest du auch mal alles benutzen. Nee, ganz bestimmt nicht. Damit du auch endlich mal schön wirst. Brauche ich nicht. Also, hier ist ein ganz kleines Fach. Das ist so eine kleine Ampulle. Ist das vielleicht ein Parfum? So eine Probe? Das ist, glaube ich, eher so eine Ampulle für die Haut auch wieder. Ja, für die Haut, ja. Öl. Öl ist das. Genau. Irgendwie, also es sieht nach einem Öl aus. Genau, das genau, um die Haut zu glätten. Genau. Ganz genau. Ich glaube, so oft wieder das Wort genau heute in diesem Wort in diesem Video gefallen ist. Gut, dass du mich darauf aufmerksam genau machst. Genau, dann sag ich es jetzt nicht mehr. Genau. Okay. Ein Cremetypchen. Und zwar. Siehst du schon, für was es geeignet ist? Schauen hier nochmal hin. Für die Haut. Gesicht und Hals. Für morgens und abends. Ja. Vorm Schlafen gehen und nach dem Aufstehen. Mhm. Wir sind bei Nummer 11 angekommen. Und die ist hier. Hier unten. Und es ist wieder verrutscht. Ja. Es ist eine Haarkur, glaube ich, ne? Ja. Jelly Mask. Okay. Eine Haarmaske. Ja. Interessant. Sehr interessant. 12 ist hier oben. Hier oben. Oh, auch runtergerutscht. Schon wieder durchgefallen. Ja, Moment, da ist es jetzt hingefallen. Okay. Sieht aus wie irgendwie so Tabletten. Was steht da? So. Youth Shots? Das war wahrscheinlich auch irgendwas Anti-Aging. Ja, würde ich jetzt. Ja, ja. Achso, das sind, ist so für die Haut. Creme, aber ist in so Mini-Verpackungen. Super gut zum Verreisen, würde ich sagen. Es sieht so aus, als wären das so Tabletten, aber es sind einfach so kleine Creme-Portionchen. Nummer 13 ist hier unten. Das ist ein Nagellack in Nude. In einem dunklen Nude-Ton. In einem Braunton, würde ich schon fast sagen. Schön. Sieht schön aus. Ja. Edel. Mhm. Dann Nummer 14. Hier. Was ist das? Das könnte ein Parfüm sein, oder? Ja. Ja. Für sie geeignet. Japanischer Garten. Oh. Soll ich mal riechen? Interessanter Duft. Riecht man jetzt eigentlich erstmal nicht so? Musst du vielleicht hier so ein bisschen. Doch, jetzt ein bisschen. Ja, riecht so blumig. Finde ich. Blumig. Für japanischer Garten passt ja, ne? Ja. Also, ist auch in so einer praktischen Größe und hier oben mit so einem Roller, also kann man sich dann so aufrollen. Wie so ein Deo-Roller. Genau, ein Parfümroller. Schön. Gut, das war die Nummer 14. Dann sind wir bei Nummer 15. Das ist irgendwas Spiegelndes. Ein Creme. Anti-Aging-Creme. Jetzt aber wirklich. Ich habe das Gefühl, die beiden Kalender, die wir heute auspacken, sind eher für etwas ältere Leute geeignet. Ja, ich glaube nicht auch so junge Menschen wie mich. Würde ich nicht sagen.
Du bist ja auch Zartbitter-Fan. Aber gut, die Diskussion möchte ich hier nicht nochmal in den Kommentaren haben. 16. Das ist wieder so eine Mini-Ampulle. Für irgendwas. Ach, Lifting. Ja. Ich glaube, da bist du nicht so der Fan. Nee. Ein Gesichtsmaskenfach wieder. Genau, eine Maske für die Haut. Für eine frische Haut. Und die soll frisch und seidig werden davon. Ja, schön. Nummer 18. Das ist ein Lippenstift, Lip Liner, glaube ich. Ja, Lip Liner. Check mal. Cool. 19. Ja, ein sehr großes Fach. Noch eine Gesichtsmaske. Sehr viele Gesichtsmasken, muss ich sagen. Ja, vielleicht viele. Ist deswegen der also Adventskalender so riesig. Genau, das ist wieder eine für was? Lippen legen. Eine Lippenmaske. Ja, kannst du hier oben sehen. Ah, okay, Lippen. Wir haben jetzt schon eine für die Lippen, wir haben eine für die Augen. Für die Haare. Für die Haare und fürs Gesicht. Das könnte dann da noch kommen. Da sieht man hier zu Weihnachten perfekt wohl aus. Mhm. Gut, genau, ist ja eigentlich eine coole Vorbereitung. Bis Weihnachten ist man dann komplett schön. Eigentlich schon. Schön. Wir sind bei 20 angekommen. Das scheint noch so ein Parfüm zu sein. Nach was riecht denn, duftet denn das? Mercedes-Benz. Ach. Ja. Riecht das wohl nach Auto? Ich glaube nicht. Ich riech mal es soll nach Luxus riechen. Ob ich da so der Fan bin, weiß ich nicht. Ah, doch. So. Zeig mal. Oh ja, ja. Gut. Der riecht so, wie als wenn jemand aus dem Mercedes kommt. Ganz edel. 21 haben wir jetzt schon. Das ist auch nochmal eine kleine Dose. Ach, das ist so ein Gesichtsgel. Ein Gesichtsgel, das hatte ich sogar tatsächlich schon mal, das kenne ich. Das hatte ich schon mal in einem Adventskalender letztes Jahr. Das ist einfach so ein Feuchtigkeitsgel für die Haut. Cool. Ein Produkt, was ich schon mal getestet habe. Das erste aus diesem Kalender. Okay, dann sind wir bei 22. Mhm. Ist oben ein rechts. Ein riesengroßes Fach. Und es ist tatsächlich nochmal, glaube ich, eine Gesichtsmaske, oder? Nein, doch nicht. Es ist so ein kleines Schwämmchen. Ach nee, doch eine Maske. 7 Sekunden... Maske, aber es ist anscheinend in Form von so einem kleinen Schwämmchen, dann kann man das einmal übers Gesicht drüber machen und in 7 Sekunden ist dann die Haut perfekt. Marketing pur, 7 Sekunden. 23. Hier haben wir noch mal einen. Hat ihr die nicht noch schon mal? Ja, kommt mir so vor, aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche, oder? Nein. Doch. Das ist, was ich habe, ist eine Maske irgendwie und bei und dir? Das ist, energieliefernd. Leichte Creme für Geschmeidigkeit. Für Vitalität, aha. Und? So, wir kommen zum letzten Türchen hier. Da, 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 die 24 ist ein Das Parfüm von Ariana Grande. Cloud. Das sieht total cool aus. Und wie duftet das? Das musst du jetzt mal hier prüfen noch. Dann kann ich ja gleich noch sagen, welches mein Lieblingsparfüm ist von denen, die dabei waren. Ja, das hier ist ein bisschen wie Zuckerwatte, finde ich. Ja, passt zu unserer Wolke hier, genau. Ne? Guck mal, ist eine Wolke. Ein Wolkenparfüm. Das Wolkenparfüm. Das könnten wir auch rausgebracht haben, oder? Ja, vielleicht haben wir das mit Ariana Grande. Mhm. Genau. Ich finde, schon wieder genau gesagt, tut mir leid. Nicht schlimm. Das ist, glaube ich, ein richtiges Parfüm und die anderen sind eher so ein Eau de Toilette oder so, ne? Eau de Toilette ist ja auch ein Parfüm. Es gibt ja Eau de Parfüm, die halt ein bisschen länger halten. Ja, nee, das sind alles Parfüms. Ja. Ich glaube, die Flasche ist einfach nur. Ich glaube, das ist halt die originale Flasche. Ja. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist doch extra für einen Adventskalender. Was ist denn heute dein Lieblingsprodukt aus diesem Adventskalender? Das wird schwer. Ich finde es eigentlich, vieles ist davon ziemlich cool. Hier habe ich ja schon gesagt, das gefällt mir, weil das so eine praktische Form hat zum Mitnehmen. Mhm. Dann finde ich, ja, den Nagellack finde ich auch schön. Das ist auch eine ganz große Flasche. Und das Parfüm von Mercedes hat es dir aber auch angetan, muss ich sagen. Das Parfüm gefällt mir. Hat dir gefallen? Genau, das hat mir sehr gut gefallen. Auch das von Ariana Grande auch. Die Haargummis, die habe ich schon, aber die finde ich auch cool. Du hast ja einige Produkte, die du hier cool findest. Ich glaube, hier sowas ist eigentlich auch ganz gut. Ja, ich bin ja nicht so... Der Badetyp. Der Badetyp, ich bin der Duschtyp. Ja, und, aber Gesichtsmasken mag ich eigentlich auch. Also mein Lieblingsprodukt, ja vom Design einfach das hier, weil es eine Wolke ist. Also die 24 war auch mein Lieblingsprodukt. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, welcher Kalender hat euch besser gefallen. Ist es der Shopping Queen Adventskalender oder ist es der Douglas Adventskalender? Ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Ich glaube, wenn man richtig Shopping Queen Fan ist, dann ist der Shopping Queen Adventskalender genau der richtige. Und wenn man Shopping Queen vielleicht nur ab und zu schon mal geguckt hat, dann ist hier der Douglas Adventskalender der richtige. In beiden sind auf jeden Fall coole Produkte, sehr unterschiedliche Produkte auch.
Und ja, mir hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen. Gerne in die Kommentare schreiben, was war euer Lieblingsprodukt, was war euer Lieblings-Adventskalender. Wollt ihr noch weitere Adventskalender bei uns sehen? Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da. Klickt auf das kleine Glöckchen, um kein Video zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ciao!